Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version 15. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei euren Filmaufnahmen einen zusätzlichen Kommentar, einen Off-Kommentar einfügen könnt und was ihr dazu beachten müsst. Am einfachsten ist das natürlich, ihr habt ein externes Mikrofon. Ich habe das hier schon mal aufgebaut. Das ist ein Mikrofon, habe ich bei Konrad erworben, kostet ungefähr 120 Euro. Man hat die Möglichkeit, gewisse Einstellungen zu machen und zusätzlich habe ich hier diesen Mikrofonhaltearm besorgt. Der hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Das ist so eine ganz gute Grundausstattung, um seine Tonaufnahmen nachträglich zu ergänzen. So, das alles wird über USB angeschlossen und ich zeige euch noch schnell, was ihr in den Einstellungen beachten müsst, damit das Mikrofon auch korrekt erkannt wird. Als erstes geht ihr auf das Lautsprechersymbol, rechte Maustaste, Audiogeräte. Dann öffnet sich das Fenster und hier geht ihr auf den Reiter Aufnahme und wählt dann in den entsprechenden Geräten ihr dieses USB-Mikrofon aus. Bei mir ist das schon ausgewählt und je näher ich dran gehe, desto mehr sieht man hier auch schon den Ausschlag. Einmal auf die Eigenschaften klicken und den Pegel sich anschauen. Ich gehe immer auf 90, weil bei 100 gibt es dann doch oftmals Spitzen, die etwas verzerrt sind und das kann ich hier gut vermeiden mit. Auf OK gehen, alles bestätigen. Dann öffnet ihr euer Videoschnittprogramm, den CyberLink Power Director und dann habt ihr hier links das Symbol Sprachaufnahmeraum. Einmal draufklicken. Und dann müsst ihr hier drauf achten, dass der Pegel entsprechend eingestellt ist. Und jetzt seht ihr schon, ich spreche auch in das Mikrofon und dann seht ihr, wie der Pegel ausschlägt. Ich vermeide es immer, dass es ins Rote reingeht. Deswegen müsst ihr hier das einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, hier kann ich mir auch noch mal kurz das Gerät anzeigen lassen. Genau ist das USB-Mikrofon, was hier zur Auswahl steht. Hier habe ich noch mal den Pegel. Und ich kann nochmal auf den Mischer gehen, aber das ist die gleiche Anzeige wie rechts unten das Lautsprechersymbol, was ich euch eben schon gezeigt habe. Okay, ihr bestätigt alles und jetzt habt ihr die grundsätzlichen Einstellungen gemacht. Auf was ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, ist, macht hier bitte ein Häkchen beim Aufnehmen alle Spuren ausschalten. Das hat folgenden Grund. Einerseits, wenn ihr den Kommentar aufnehmt, dann irritiert euch das, wenn ihr auf einmal anderen Sound hört, insbesondere wenn da vielleicht noch gesprochen wird. Und das Zweite ist, was auch sehr wichtig ist, es gibt keine Rückkopplung. Weil in der Regel, ich schneide zum Beispiel hier mit dem Laptop, da sind natürlich Lautsprecher dran und wenn dann das Mikrofon eingeschaltet ist, inklusive der Lautsprecher, dann kann es zu Pfeiftönen kommen und das zerstört natürlich sämtliche Aufnahmen. So, wir haben das soweit bestätigt. Ich habe hier schon mal ein paar Aufnahmen reingezogen. Die ziehen wir ganz normal wieder hier runter. Es handelt sich wieder um DJI-Luftaufnahmen, deswegen fehlt hier normal die klassische Tonspur. Und erst wenn ich hier oben in der Videospur einen Clip hinterlegt habe, erst dann kann ich hier die Kommentarfunktion auch entsprechend einschalten. Jetzt seht ihr hier auch, es ist nicht mehr ausgegraut, sondern ich kann gleich auf Aufnahme klicken. So, jetzt kann ich natürlich hier mir dann raussuchen, an welcher Stelle ich hier den Kommentar aufnehmen möchte. Ich habe jetzt hier diese Stelle ausgewählt. Ich klicke ganz normal auf Aufnehmen und spreche jetzt meinen Text und dann seht ihr schon hier unten, wie sich dann die Spur füllt. Ihr seht jetzt noch keine Ausschläge, sondern das seht ihr wirklich nur hier dran. Und jetzt könnt ihr ganz normal die Kommentarfunktion machen, dass das hier momentan natürlich so ein bisschen wie in Zeitlupe ruckelt. Das liegt nicht an der Aufnahme, sondern es liegt daran, dass momentan da noch keine Schattendatei erstellt ist und das Laptop ganz schön am Schnaufen ist. Deswegen wundert euch nicht. Wenn die Schattendatei mal erstellt ist, dann habt ihr natürlich hier eine viel flüssigere Darstellung. Das soll es erstmal sein für die Audioaufnahme. Ich drücke wieder auf Stopp und jetzt wird die Audioaufnahme sozusagen gerendert, erstellt und jetzt sehe ich hier auch, was passiert ist. So, jetzt können wir das hier alles mal abspielen. Dafür mache ich den Lautsprecher wieder ein bisschen lauter, dass man hier auch was hört.
hier ganz normal die Kommentarfunktion machen. Dass das hier momentan natürlich so ein bisschen wie Zeitlupe ruckelt, das liegt nicht an der Aufnahme, sondern es liegt daran, dass momentan da noch keine Schattendatei erstellt ist. So, also das hat sehr gut funktioniert. So einfach ist es, diesen Kommentar hier einzufügen. Ihr müsst auf den Dateinamen achten, das ist eine WAF-Datei. Und diese WAF-Datei wird automatisch von dem Programm abgelegt. Und zwar müsst ihr hier oben in den Voreinstellungen schauen, welchen Pfad ihr ausgewählt habt. So, und zwar hat das was damit zu tun, Exportordner. Und hier werden dann sämtliche Dateien abgelegt, die erstellt werden durch diesen Kommentar, den ihr hier eben aufgenommen habt. Wir schauen uns das mal an. Also das ist so, und da seht ihr schon, habe ich einige Kommentare schon mal aufgenommen. Und wir gucken uns das nochmal an. Das ist die 58. Das ist hier dieser Kommentar. Und es ist nur wichtig, euch zu merken, wo das abgelegt ist, weil wenn ihr nachher mal ein Projekt wieder öffnen wollt und ihr habt aus Versehen diese Datei verschoben oder ihr habt sie gelöscht, weil ihr nicht mehr wusstet, was Capture 58 eigentlich für eine WAF-Datei war, dann empfiehlt es sich, diese Datei auszuschneiden und in den Ordner zu verschieben, wo ihr das ganze Filmprojekt auch gespeichert habt. Dann ist alles sozusagen in einer Hand. Und weil sonst kann es nämlich sein, wenn ihr das nächste Mal aufruft, das Programm, dass beim Öffnen der Filmdatei das Programm euch sagt, ich finde die Datei nicht und da müsst ihr sie langwierig suchen. Wenn ihr sie gelöscht habt, ist es natürlich, ist sie dann nicht mehr vorhanden und dann fehlt euch dieser Kommentar. Okay. Ja, das ist es eigentlich schon gewesen, um eine Kommentarfunktion aufzunehmen. Im nächsten Teil werde ich euch verraten, wie ihr das Ganze auch ohne Mikrofon macht. Das ist zwar ein bisschen umständlicher, aber es kann ja sein, dass ihr sagt, ich habe nicht momentan das nötige Geld oder ich bin nicht bereit, weil ich das so selten mache, ein extra Mikrofon zu kaufen. Dann zeige ich euch auf einem anderen Weg, wie ihr es schafft, ohne externes Mikrofon einen zusätzlichen Kommentar einzugeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ich freue mich darüber und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss.